liebe Mitdenkende, Mitgegner gegen das Non-Sins-Projekt S21 und unerschütterliche mitdemonstrierende Freunde für eine vernünftige Bahn- und Verkehrspolitik und für Gemeinderäte, die sich dem Bürgerinteresse mehr als dem der Finanz- und Baulobby verpflichtet fühlen. Mein Name ist Norbert Bongartz, ich bin Mitglied des Aktionsbündnisses gegen S21 und zugleich im Demo-Team und begrüße Sie in deren Namen herzhaft zu unserer 222. Montagsdemo am Rathaus. Achso, die Raddemo ist angekommen. Jetzt habe ich begriffen, was mir zugeflüstert wurde. Die Raddemonstranten sind uns auch herzlich willkommen. Also, wir stehen hier vor dem Rathaus, in das hoffentlich bald mehr Gemeinderäte und Gemeinderätinnen einziehen, die uns gegenüber bessere Augen, bessere Ohren und ein besseres Gespür für die Gemeinwohlinteressen haben werden als bisher. Bevor ich Ihnen die zwei Redner des heutigen Abends vorstelle, möchte ich mit Ihnen zurückblicken auf die letzten 5 Montagsveranstaltungen, als wir hier jeweils 17.15 Uhr verschiedene Kandidaten und Kandidatinnen aus verschiedenen Parteien über ihre Einstellung zu S21 befragten. Die Idee dazu hatte Peter Conradi, assistiert durch den Galeristen Freyert Valentin und durch mich. Unterstützung fanden wir bei den Parkschützern, beim Demo-Team und bei den Aufbauhelfern, bei denen wir uns hierfür herzlich und gerne bedanken. Unser Kompliment verdienen auch die angetretenen Kandidaten bzw. Kandidatinnen von SÖS, der Linken, von den Grünen, Klammer auf, auch die beiden von der SPD, Klammer zu, die sich den Fragen von Peter Conradi, Angelika Asseburg, Odile Laufner und Werner Sauerborn gestellt hatten. Jeweils gut 300 Menschen verfolgten aufmerksam und fair, das heißt ohne schrille Töne, die Gespräche. Schwer war das sicher nicht, nachdem die FDP schwieg auf die Einladung und uns sowohl die CDU als auch die angesprochenen Freien Wähler einen Korb gegeben hatten. Und das aus der nicht ganz unberechtigten Angst, für ihre Aussagen hier ausgepfiffen zu werden. Der Sprecher der Freien Wähler erkühnte sich darüber hinaus, noch uns als schlechte Demokraten zu bezeichnen. Letzte Woche waren 2 Vertreter der SPD hier, ein Gegner und ein Befürworter von S21. Der eine hatte es nicht leicht mit uns, um es diplomatisch zu sagen. Rückblickend konnte unsere Befragung nur einiger von den jeweiligen Parteien uns benannter und hier aufgetretener Personen zwangsläufig nicht repräsentativ für all die anderen Wahlbewerber ihrer Parteien sein. Doch haben wir und auch Sie einen Einblick gewinnen können, wie die Angesprochenen mit dem im Wahlkampf überwiegend an den Rand gedrückten Thema 21 umgehen.
erwarten Sie von uns jetzt keine direkte Wahlempfehlung. Denn keine der Parteienvertreter konnte uns sagen, wählt uns, denn wir werden das unsägliche Projekt S21 stoppen. Aber, wie wir gesehen und gehört haben, gibt es mehrere Parteien, die sich unzweideutig ablehnend zu S21 äußerten und damit auf unserer Seite stehen. Und ja, unser Rat heißt daher, stärken wir all diejenigen politischen Kräfte, die sich, so wie wir selbst, vorrangig dem Gemeinwohl im Sinne der Kritik und der Absage von S21 verpflichtet fühlen. Und senden wir so auch ein deutliches Zeichen nach Berlin. Unser erster Redner heute ist Alexander Schauenburg. Er ist Mitglied der Stuttgarter Gruppe von ATTAC, der Initiative, deren politische Ziele einer sozial und ökologisch gestalteten Globalisierung ganz gut zu unseren Vorstellungen einer redlichen und verantwortungsvollen Politik passen. Herr Schauenburg, das Mikrofon gehört Ihnen.